Oh. Das war's. Steh direkt davor. Call Peter. Ja, das Spiel ist nicht so tierfreundlich. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Warum? Ich habe den Brief nicht gelesen. Hallo, kann ich den nochmal lesen? Ich habe Chat gelesen. Cool. Hier geht es um Einschüchterung. Jemand will eure Ankunft verhindern. Was? Wer würde so etwas tun? Ich habe keine Feinde, kein böses Blut. Euch könnte noch Schlimmeres erwarten, wenn ihr der Straße weiter folgt. Lasst mich euch zum Tor geleiten. Das würdest du für uns tun? Vielen Dank. Allah segne dich. Rasch, verlassen wir diesen Ort. Brechen wir auf. Es ist nicht weit bis zur Stadt. Komm, wir sollten hier weg. Rasch jetzt. Wäre ich doch zu Hause geblieben. Wo ist dein Zuhause? Ich komme aus Al-Yunar. Eskortiermission. Mit meinem Pferd Kichererbse brachten wir Waren aus und nach Bagdad. Die Städte, die wir besuchten. El-Quds, El-Basra und sogar Samarra. Dein Händlerfreund sagt, dass diese Waren für die Dairat al-Mal bestimmt sind. Ja, die große Auktion ist ein besonderes Ereignis und das heißt höhere Nachfrage. Dann nehmt ihr also daran teil? Teilnehmen? Ha, wenn ich nur so viel Geld übrig hätte. Nein, wir liefern nur die Waren für die Vorbereitungen. Ihr explodiert doch gleich was, oder? Als hätte ich's geahnt! Wer schickt euch? Ihr könnt nicht fliehen oder euch verstecken. Warum ist meine Attentäter-Konzentration... Sauber! Du wirst Rabenfutter! Ja, alle auf einmal ist auch ein bisschen unfair. Dein Kopf ziert bald meinen Speer. Na los, oh, das ist auch so einer, nur von hinten angreifen und so. Hinrichtungsschreiben. Die Händler müssen gefunden werden. Einer weiß, wo ich bin und meiner Sicherheit wegen muss er zum Schweigen gebracht werden. Tötet auch den Rest, sie sind ohne Belang. Soweit ich in Erfahrung bringen konnte, sollten sie sich auf dem Weg zum Westeingang Bagdads befinden. Findet sie, bevor sie ankommen und erstattet Bericht. Ein Preisgeld erwartet jene, die erfolgreich zurückkehren. Die Wachen unterstehen jemandem namens Al-Anka. Das bestätigt meinen Verdacht. Wir müssen zusammenbleiben! Wo ist mein Kamel? Ob sie geschickt wurden, um uns zu töten? Wahrscheinlich. Das ist wenig überraschend. Wir haben ich muss jetzt laufen. Und ungerechte Steuern ausgesprochen. Das kann uns den Kopf kosten. Doch das stumme Schaf hilft nur dem Schlachter. Widerstand gefällt ihnen gar nicht. Ich wäre nicht überrascht, machten sie aus uns ein abschreckendes Beispiel für andere Unzufriedene. Ich dachte, ich kann vielleicht bei dem mit aufsteigen. Ja, geh nicht weg. Ihr reitet vorne. Okay, ich muss hinter euch herlaufen. Undankbar. Nicht herumstreuen. Die K-
Kamele laufen lustig. Die werfen die Hinterbeine so. Bleib in meiner Nähe! Bleib in meiner Nähe, weißt du, die auf ihrem Kamel. Warum verlässt du mich? Bagdad. Jetzt kann ich aufsteigen. Sicher. Du bist wundervoll. Vielen Dank. Lass das. Wir müssen gleich mal zu einem Händler. Muss neue Heilung kaufen. Da wären Wurfmesser. Wir. Tausend Dank, Sayyidi. Bagdad ist nicht sicher. Auf den Märkten gehen Gerüchte um. Von Händlern, die verschleppt wurden. Hast du je von solchem Unrecht gehört? Wer tut so etwas? Wie man hört, haben sie es auf Ausländer abgesehen. Auf Händler, die nicht von hier sind. Die Abbasiden wollen an allen Geschäften mitverdienen. Wenn es ums Geld geht, gehen sie über Leichen. Der Zettel von den Wachen war von jemandem namens El-Anka. Diese Person steckt hinter dem Angriff. Ich konnte hören, wie sie den Steuereintreiber El-Anka nannten. Was seltsam ist. Ist der sagenhafte Vogel Anka nicht weiblich? Sag mir seinen Namen und wo ich ihn finde. Suhail lebt in einem Anwesen westlich von El-Kar. Sei vorsichtig, Sadiki. Er arbeitet wohl kaum allein. Ich danke dir. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Nächster Boss. Schon ein bisschen dreist, ja. Bist Assassine und trainiert. Weißt du, alle Kamele da geblieben. Und ich, die gekämpft hat, mein Kamel war weg. Und jetzt durfte ich hinterher latschen. Also. Nee. Ja, das müssen wir ja gar nicht mehr machen. Eigentlich. Ja, für die Punkte machen wir das trotzdem. Aber ich wollte auch erstmal zu einem Händler. Achso, und dann können wir erstmal die Alibaba-Quest abschließen. Weil... Obwohl, was heißt abschließen? Oh nee, an dem Lager, wo wir waren, gab es noch mehr Hinweise. Die ich jetzt nicht mitgenommen habe. Ich höre nur Mimimi. Ja, ich war auch an der... Wie heißt das? Es gibt doch so eine Mimimi-Universität oder so. Ich habe das studiert. Aber ihr habt auch nicht aufgepasst, dass ich dort noch mehr hätte Hinweise finden können. Bei Alibaba. Hier ist jetzt oben wieder so ein Symbol für Artefakt. Das können wir uns klauen. Da im Kompass oben. Sei gegrüßt. Sei willkommen, Said. Was hast du gemacht, Nico? Ich sehe das nicht. Ich bin nur am Tablet da. Hast du gespammt? Oder war Susi? Sieh dir meine Auslage an. Susi hat ihres Amtes gewaltet. Die habe ich eigentlich immer vorrätig. Also wir verkaufen das hier alles erstmal. Dann kaufen wir alle davon. Vielen Dank. Das richtige Werkzeug ist sehr wichtig. Abgemacht. Es ist immer gut, Zeit in die Ausrüstung zu stecken. Das BSG nicht verboten? Nee, hättet ja nur für mich mitgeguckt. Also, red dich jetzt nicht raus, Julia. Willst du deine Ausrüstung aufwerten? Davon nochmal 100.
Danke. So. Brauchst du was für deine... War das erstmal alles? Hab kein Geld mehr. Ich gehe dann mal. Bis bald. Nein, Susi, du hast kein BSG gemacht. Ach, hier geschieht nie irgendwas. Ich sehe halt nicht, was Nico geschrieben hat. Ich sehe nur Nachricht gelöscht, weil ich nur übers Tablet da bin. Deswegen kann ich da nicht so richtig drauf eingehen. Achso, wir wollten das Artefakt. Wo ist sie hin? Hey, weißt du noch, dass Waschki uns für den Geleitschutz einsetzen wollte? Okay. Also die Frage ist jetzt, machen wir die Alibaba-Quest weiter? Oder hier drüben? Kein BSG? Das hat der Bot getimeoutet? Ja, wenn da noch... Ja, ich muss das noch umstellen. Es gibt ein paar Better Twitch TV Emotes, die alles in Großbuchstaben ausgeschrieben sind. Und der Bot zählt das halt als Wörter oder als Buchstaben. Ja, ich muss das immer noch ändern. Erinnert mich mal auf Discord oder so dran, dass ich das mal einstelle. Das hatten wir schon mal. Aber ich hab's wieder vergessen einzustellen. Sorry, Nico. Also Alibaba-Quest weiter oder machen wir den Boss? Weil dann könnten wir hier weitermachen. Das hab ich entschieden. Wenn ich jetzt unterwegs noch ein paar Büsche finde zum Essen, wäre auch gut. So zum Beispiel. Ich will es halt nicht hier reinrennen, weil hier ist die Alibaba-Quest. Schlimmeres erlebt. Auf diesem Anwesen haben 100 Pferde und Kamele Platz. Hätte nicht gedacht, dass es so lukrativ ist, mit Räubern zu handeln. Es gibt viele interessante Einnahmequellen. Eine Silberzunge. Also, du läufst nur einen Schritt in deren Richtung und schon pumpen die dich an. Dass man Nachrichten nicht löschen kann? Welche Nachricht willst du denn löschen? Dein Oder? Kannst du das nicht? Du bist doch Mod. Du kannst doch Nachrichten löschen. Ich bedarf deiner Augen. Und wieder abgeschossen. Du darfst jetzt nicht dorthin fliegen. Ich schulde dem Steuereintreiber einen Besuch. Ich hasse diese Schützen. Lass doch meinen Vogel in Ruhe.
Ja, den locke ich jetzt ins Gebüsch. Da kommen bloß beide wahrscheinlich. Das ist doof. Der da oben bewegt sich nicht. Ist okay. Ja, geh lieber zurück. Du kannst deine eigene Nachricht nicht löschen? Das ist ja auch blöd. Ja, toll, jetzt steht er da oben. Da. Chat, das ist meine Gelegenheit. Es gibt eine Trophy dafür, einen Wachmann einzuschläfern und zu bestehlen. Das ist die einzige Trophy, die man eigentlich verpassen kann. Lass uns die mal hier in Angriff nehmen. Vielleicht kriegen wir es hin. Ich fände es nice. Ich warte, bis er wieder hier zurückkommt und uns den Rücken zudreht und dann lasse ich ihn einschlafen. Es müsste bei dem hoffentlich von hinten funktionieren, weil der hat ja Rüstung an. Das heißt, von vorn kann ich den wieder nicht einschläfern. Also nicht einschläfern. Die wachen ja eigentlich wieder auf, oder? Habe ich schon eingestellt, dass sie nicht wieder aufwachen? Ich hab die Trophy. Wer pennt, verliert. Nice, so. Habe ich das auch erledigt? Oh, das war meine größte Sorge, dass ich die Trophy irgendwie verpasse. Jetzt steht der Platin nichts mehr im Weg, Chat. Danke für eure Unterstützung.